Und damit ein herzliches Willkommen zum Comeback von Portimao. Ich freue mich extrem, hier in den Algarven Grand Prix zurück im Kalender zu begrüßen. Hier auch in unserer F1 23 Audi Season 2 Karriere. Ich mag die Strecke noch immer noch, seitdem sie eigentlich nicht beim Kalender ist, aber auch generell. Die Strecke hat es wirklich in sich. 4,6 Kilometer, 15 Kurven, 2 DRS-Zonen und bergauf, bergab, viele, viele Kurven. Es ist wirklich genial. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst doch gerne ein Däumchen oben da. Schaut auch gerne auf Social Media vorbei, Instagram gerne und auch unbedingt auf TikTok auf Insta-Tobi. Links mal alle unten in der Bio. Und let's go, ich habe hier einen Tow-Wingman gesucht. Und ich bin zwar ein bisschen weiter hinten, dennoch, die erste Kurve ist sehr tricky. Man muss hier wirklich aufpassen, die erste Kurve ist unfassbar schwierig zu handeln. Dann geht es weiter, natürlich eigentlich absolut gut hier, gut durchgekommen, ein bisschen zu spät eingelenkt. Das war alles mit bedacht, denn hier haben wir dann den besseren Exit. Nicht zu weit drüber kommen, hier gibt es auch rechts Track Limits, ganz, ganz wichtig. Turn 1 konnten wir uns mit 23.000 oder so ein bisschen verbessern. Bis jetzt noch nicht die perfekteste Runde. Ich weiß aber, dass wir gerade so im Mittelsektor ein bisschen Zeit verloren haben. Auch hier links Track Limits immer eine Sache. Wir waren gerade noch so drinnen und beim Ausbeschleunigen haben wir hier die 2 Zehntel schon mal gefunden. Oder generell mal 2 Zehntel gefunden. Das Auto lässt sich seit ein, zwei Rennen wirklich extrem gut fahren. Dann geht es hier diesen Berg runter. Zweiter Messpunkt, fast eine halbe Sekunde. Und ich würde mal sagen, wenn wir uns gut anstellen, kann uns Albon hier aus der letzten Kurve richtig gut Richtung Start und Ziel ziehen. Qualifying ist beendet, bedeutet, das ist jetzt wirklich der allerletzte Run. Let's go Albon, zieh uns, viel helfen wird es nicht, aber wenn ich oben rechts auf die Zeit gucke, ein paar Tausendstel gewinnen wir da doch noch dazu. Und das ist, mal gucken, schauen wir uns die Startaufstellung an. Eine gute Linie erwischt hat. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Sergio Perez startet heute vom ersten Platz. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell, Verstappen, Sainz, Michael Schumacher, Leclerc, Gasly, Hülkenberg, Norris, Sargent, Ocon, Oscar Piastri, Albon, Hamilton, Tsunoda, Joe, Stroll, Magnussen, Bottas, Doohan und Nyck de Vries. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Besser geht's beinahe nicht. Wir sichern uns hier den ersten Blick auf die Startampel. In Startreihe 1 geht's hier leider nur vom Blitz 2 los, dennoch kommen wir etwas schwächer weg. George Russell direkt neben uns. Wir gönnen uns aber hier auch ein bisschen Windschatten. Und gerade in Turn 1 haben wir mit der Innenseite die besseren Karten. Und jetzt geht's hier in Richtung ersten Platz. Auch Perez hat heute mal die roten Reifen gewählt. Das wundert mich auch. Ich meine, normalerweise ist er wirklich nie auf so einer konsequenten, normalen Strategie. Der ist wirklich immer irgendwie auf die gelben oder meistens sogar die weißen Reifen. Bis jetzt, die ersten paar Kurven waren noch nicht so sauber. Ich bin ein bisschen nervös. So weit vorne und so früh im Rennen war ich schon lange nicht mehr. Und hier kommen wir immerhin ein bisschen durch. Auch hier wieder den Körper erwischt den Ding. Ich fahre hier gerade mal ein bisschen Stuß zusammen. Gerade so die ersten paar Kurven. Das ist echt Dünnschiss, was ich hier fahre. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass wir irgendwie noch so ein bisschen die Luft rausgeht, dass wir wieder so in Konstanz reinkommen. Einmal gesehen, wir kommen jetzt wieder ein bisschen näher an Perez dran. Wir fahren auf Schwierigkeit 94, Leute. Ich schwöre noch immer noch. Also ich fahre eigentlich seit Monaco, wo ich da wirklich so ein unnötig gutes Ergebnis hatte und wo mich wirklich viele darauf angewiesen haben oder darauf hingewiesen haben, dass ich vielleicht die Schwierigkeit etwas erhöhen soll. Da war ich damals auf 90. Dann bin ich ich glaube, ich habe nämlich auch noch Kanada vorproduziert und ich glaube, ab Spielberg war ich dann auf 94. Aber auch wirklich, da konnten mir einige nicht glauben, dass der Start auf 94er KI war und so. Also ja, hier ein bisschen weit neben. Aktuell ist noch die FIA ein bisschen mein Freund. Ihr wisst, was ich meine. Ich fahre anscheinend mit einer Red Bull Engine hier. Oh mein Gott, Max hat einen Kolbenfresser. Der ist gestanden beim Start. Da geht's Rad an Rad mit
Ja, mit Russell in Turn 1, da haben wir aber wirklich die besseren Karten. Auch Michael sehe ich, der ist in den Top 5 drinnen. Freue mich, das ist wirklich, da könnte es heute Fettpunkte geben. Ich hoffe nur nicht, dass wieder so ein Fauxpas wie beim letzten Rennen passiert, dass wir dann irgendwie mit den gleichen Reifen zur gleichen Runde zum Stop reinkommen und ja, da irgendwie warten muss oder so. Das wäre echt bitter, das wäre sehr bitter. Und wenn ich erzählen kann, ist Michael auf den 5. Platz. Das ist natürlich bombastisch. Also wenn er den mitnimmt und ich da den 2. jetzt mal, dann wäre das wirklich top. Und wie es jetzt aussieht, sieht es noch viel besser aus. Purple Sector 1, wir sind in der 3. Runde. Jetzt wird auch das erste Mal das DS aktiviert sein. Ich habe mich ein bisschen eingegroovt, ich bin jetzt im Flow drin und vor allem, ja, habe ich jetzt auch so ein bisschen die Routine wieder drin. Ihr wisst nicht, wie das, oder ihr wisst bestimmt, wie das ist. Also man fährt ja wirklich auf diese eine perfekte Runde im Qualifying. Und ich konzentriere mich da meistens jetzt auch nicht irgendwie auf Long Run Pace oder so. Wenn ich sehe, irgendwie verkacke, wird regespawnt oder neu gestartet oder so. Und ja, so ist es halt im Rennen leider nicht. Du kannst da nicht auf jeder Ecke irgendwie neu starten oder respawnen oder so. Deswegen ja, muss ich dann halt auch wirklich hier aus den Fehlern lernen, nächste Runde besser fahren. Und so ist es jetzt auch dann geworden. 3. Runde. Das DS wird das erste Mal aktiviert. Wir holen uns die schnellste Rennrunde. Michael, was rede ich denn? Perez ist noch weiter weg, also da müssen wir noch ein bisschen warten, aber es wird hier nach diesen nächsten zwei Kurven gibt es wieder eine DS-Zone runter zu dieser Haarnadelkurve und da werden wir es wieder probieren können, ist mir aber ehrlich gesagt auch egal, ich meine, wir wissen sowieso, wir müssen es auf Start und Ziel schaffen und dazu brauche ich halt einfach einen guten Exit aus der letzten Kurve, aus dieser ewig langen Rechtskurve, jetzt hier der Exit war verdammt gut, unter 4 Zehntel sind wir da jetzt gefallen. Perez ist ein bisschen besser aus der Gruppe rausgekommen. Russell hat abreißen lassen. Das fällt mir auf jeden Fall auf. Und wir kommen hier wirklich gut mit. Jetzt hier raus aus der Kurve. Eine halbe Sekunde. Das ist nicht gut. Da verlieren wir auch immer wieder ein bisschen. Der Red Bull ist halt dann wirklich auch noch teilweise um Welten da stärker. Oh, da hat er einen leichten Pendler. Und jetzt sind wir hier in Runde 5 in Schlagdistanz. Es reicht aber wieder nicht, um gegen Checo Perez hier durchzukommen. Und ja, da bin ich auf den Körper gekommen. Ich habe auch keine Zeit gewonnen, deswegen gab es jetzt auch keine Verwarnung wegen Track Limits. Ja, es sind noch immer noch 3 Sekunden auf die Hinterleute. Die sind hier echt in einem engen Fight heute. Ich hier auch irgendwie, denn ich muss irgendwie oder möchte halt unbedingt an Perez vorbei. Wir könnten heute einen weiteren Sieg feiern in unserer Formel 1 Karriere. Diese Season hat wirklich den Durchbruch gebracht. Seit Texas hatten wir wirklich epische Fights auf Brasilien und jetzt auch hier in Portugal. Es wird immer besser. Das Auto wird immer stärker. Kann natürlich in der nächsten Season alles anders sein. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch egal. Wir werden jetzt alles hier tun, um irgendwie erfolgreich zu werden. Und Perez rutscht hier wieder. Ich rutsche auch fett über den Körper drüber. Jetzt sind wir in Runde 7. Gleiches Bild. Jetzt aber fast aus der Sekunde draußen. Perez kann die Pace aufrechthalten. Ich eher nicht so. Jetzt fahre ich euch in eine andere Linie. Jetzt sind wir wieder in den Track Limits drinnen. Und ja, den Hügel hier rauf, da kommen wir wieder etwas noch weiter weg von ihm. Und jetzt fast 9 Zehntel. Ich muss hier näher dran, ich muss näher dran. Es reicht hier, da kommen wir doch noch irgendwie in die 9 Zehntel rein. Das, ja, unerwartet. Hier ist die Messpunktlinie gewesen und jetzt dürfen wir auch wieder das DS aktivieren. Nur jetzt brauche ich mir keine Gedanken machen, ob sich das ausgehen wird. Das wird nicht reichen, dennoch bleiben wir in unserem DS-Fenster, denn das ist... Oder in seinem DS-Fenster, denn das ist nämlich die einzige Möglichkeit generell, um ihn hier irgendwie in die Knie zu zwingen. Jetzt hier rauf wieder diesen Hügel. Es ist wirklich eine Bergauf-Bergabfahrt. 8. Runde bereits. Ja, strategisch könnten wir auch was wagen, aber wir müssen noch mindestens bis Runde 11, 12 draußen bleiben. Das was wird. Denn ein Undercut ist zwar natürlich auf der einen Seite verlockend, aber auf der anderen Seite bringt es halt wenig. Gell, vielleicht Safety oder irgend sowas. Doch das bringt uns auch nicht viel. Ich hoffe, da auch wirklich kein Safety-Car. Red Flag wäre noch schlimmer. Wobei Red Flag wird wieder gehen. Da könnte, ist eh nichts gekommen, aber trotzdem. Red Flag wird wieder gehen, denn da hätten wir ja die Chance beim Start, ihn da ein bisschen zum Überholen. Mit der rechten Seite hast du auch die besseren Karten. 8 Zehntel hier wieder aus der letzten Kurve raus. Wir kommen hier zwar einen Ticken besser raus. Jetzt bin ich aber nicht ganz auf den Scheitel gekommen. Und ja, wir verlieren hier wieder jetzt. Das DS on 6 Zehntel, 5 Zehntel. Ja, und bei knappen 4 Zehntel steht es dann wieder an, da geht es gleich wieder rauf. Ja, es ist heute nicht so einfach. Wir können zwar der Konkurrenz hinter uns fliehen,
entfliehen, aber kommen halt wirklich nicht ihren Checo dran. Es ist fast wie ein Fluch hier. Es ist aber trotzdem cool, auch mal zu sehen, du musst kämpfen, du musst tun. Wir fahren seit, ja, 7 Runden, richtig reell, seit eigentlich der DRS-Zone, fahren wir permanent in seinem DRS und das hilft aber nicht viel. Also es ist auch gerade dieser DRS-Effekt, der nicht mehr viel ausmacht. Und gerade so auf einer Strecke wie Portugal, wo es eigentlich nur eine richtige Überholmöglichkeit gibt und das ist dann halt Start und Ziel. Egal, einfach reinbeißen, die Chance nützen und ihn irgendwie in den Fehler drängen. Und das ist auch heute das Ziel. Das ist zwar nicht das spannendste Rennen himself, aber man muss halt auch sagen, es ist wirklich von Knappheit, von engen Fights und halt von Abwarten, bis der Fehler dann doch da ist. Und das könnte jetzt tatsächlich funktionieren. 2/10 nicht ganz, DRS geht jetzt erst on. Wir gehen hier rechts an Checo vorbei, schauen mal kurz, ja, er ist wieder eingeordnet und wir übernehmen in der 10. Runde hier die Führung. Ich hoffe natürlich, dass das nicht kurz bleibt, aber dennoch, ich freue mich. Durchhalten zahlt sich dann doch teilweise aus. Wir übernehmen die Führung hier und das, würde ich mal sagen, war einfach genial. Da kommt Perez noch einmal, aber hier kann man es doch nicht richtig rein überholen. Da gibt es auch nur eine Linie und das, da halten wir uns mal P1 über. Runde 6, die Wiederholung. Und das ist jetzt, oh, kommen wir weit drüber. Das war auch eine Verwarnung. Und zack, beim Aufbeschleunigen viel mehr Schwung auch mitgenommen. Und Runde 9 auf 10, da hat es dann wirklich endlich gereicht. Wir waren nah genug dran und konnten hier im Windschatten. Ich war ja eigentlich schon ohne DS wirklich knapp dran, aber das DS halt dann wirklich noch, hat dann halt wirklich noch zusätzlich geholfen, um uns hier auf den ersten Platz vorzukämpfen. Gut, wir sind in Runde Nummer 12, konnten uns ja nicht mehr stark von Perez absetzen. Und da geht es jetzt auch in die Box rein. Perez fährt noch eine Runde weiter. Ob das eine gute Entscheidung ist, werden wir später sehen. Ich meine, 13 Runden mit einem Satz, dann mit den gelben nur noch 10 Runden. Also ich sehe das eigentlich als perfekter Stop, wenn nicht sogar zu spät. Also da hätte ich schon eine Runde früher auch reinkommen können. Dennoch, Perez überlegt sich dann noch was anderes. Wir haben hier einen guten Stop. Gott sei Dank funktioniert alles. 2,3 Sekunden Standzeit. Sehr, 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 sehr stabil. Und jetzt mal schauen, wo wir rauskommen. Hinter uns weit nichts. Das ist wirklich ein tolles Fenster hier gewesen. Sainz und auch Leclerc jetzt hinter uns. Die waren auch, glaube ich, die direkte Konkurrenz. Ich denke mal auch, dass sich die jetzt vor Russell setzen werden. Denn dass der noch da eine Runde draußen bleibt, das war ein dummer Fehler. Also man braucht circa, wie lang? 23. Und ja, es sind jetzt knapp nur noch 23 zu Leclerc von Russells Sicht. Also das wird bei Gott nicht reichen. Das ist natürlich gar nicht gut für Russell. Und wir waren jetzt auch zwischenzeitlich in der Box. Runde 17. Perez ist die weißen Reifen gegangen, Leute. Was denkt sich dieser Dude? Und auch Russell. Die bleiben 14 Runden auf den roten Reifen draußen, dass sie dann für die letzten 9 Runden auf die weißen gehen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für eine Strategie ist. Ich kann sagen, die gelben funktionieren sehr gut. Wir konnten uns von Perez absetzen. Am Ende hin wird vielleicht eher die besseren Karten haben, aber das ist mir auch egal. Denn am Ende hin hat er dann wahrscheinlich schon so eine 3-4 Sekunden Gap. Halleluja, das war knapp. Hat er dann schon so eine 2-3 Sekunden Gap, da wo wir sowieso dann nicht mehr aufholbar sind. Ja, das hat die 1-2 Zehntel jetzt gekostet. Das war jetzt nicht so strong von mir. Dennoch muss ich sagen, das Auto fühlt sich top an, gerade auf dieser Strecke. Ich mag die Strecke sehr und generell, es fühlt sich auch wirklich hier gut an. Teamkollege scheint auch gut mitzukommen. Also der ist dann da 3., 4. Entweder ist er 5. oder 6. Beides wäre ein Top-Ergebnis. Ich hoffe natürlich, dass das bis zum Schluss durchhält. Also wenn er vor dem Ferrari ist, aber dahinter ist noch Verstappen auch. Wird noch eine harte Nummer, ich denke mal, er ist der zweite Rote, er ist auch ein bisschen heller. Also der ist hinter den Sainz, dann ist er 6. Und ja, da drückt Verstappen und der eine Alpine, die Alpine sind auch strong seit 1-2 Rennen. Also die haben da wirklich Zeit gefunden enorm. Und
Wir gehen Ende Runde 19 und jetzt sind wir auch schon mittlerweile in der letzten Runde. Es ist Perez tatsächlich gelungen, die Gap zu schließen, aber auch weil ich natürlich jetzt, ich bin nicht mehr auf letzte Rille gefahren, weil es auch die Reifen leider nicht mehr zulassen. Perez-Reifen sind um einiges noch neuer, ja, die weißen, die sind, glaube ich, jetzt gerade mal in Betriebstemperatur. Dennoch muss ich sagen, ich muss hier wirklich noch ein bisschen betteln um meinen Sieg. Ich hoffe, das wird reichen. Ja, dass wir knapp hier rutschen, wir wieder ein bisschen über die Limits drüber. Jetzt noch einmal die letzte Kurve, die konnten wir ein bisschen besser wischen. Ich habe mir viele ERs aufgehoben, hier ist die Ziellinie. Perez kommt angeschossen. Es hat gereicht, Leute. Es hat gereicht. Wir gewinnen hier unseren nächsten Grand Prix nach Texas und Brasilien. Oh yeah. Yes, Mann. Gucken wir uns die Siegerehrung an, wo wir wieder mal draufstehen werden. Naja, das war vielleicht nicht das schönste Rennen aller Zeiten, aber es besteht überhaupt kein Zweifel an der Wichtigkeit dieses Sieges. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Also mich hat dieses spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt. Aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Was für ein geiles Podium. Auch Michael hat sich mit dem 5. Platz durchgesetzt. Sehr, sehr stark. Und ja, aber auch nur, weil Sainz ausgeschieden ist, muss man sagen. Wir nehmen als Team 36 Punkte mit. Und ja, also wir nehmen 35 mit und sogar den einen Punkt für die schnellste Rennrunde. Von der Runde her auch nur 5 Zehntel schneller als Michael. Also generell, das Auto scheint hier wirklich unheimlich gut zu sein. In der Weltmeisterschaft hätten wir 1-2 Rennen früher vielleicht angefangen, mit der Konkurrenz mithalten zu können, wäre es vielleicht noch cooler ausgegangen. In dem Jahr Konstrukteurswim ist, denke ich mal, alles gelaufen. Da ist Red Bull vorne weg und davon. Dennoch, was für ein geiles Rennen. Heute ein bisschen kürzeres Video, sind nun die 20 Minuten. Ich muss aber auch sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir ja eigentlich nur gegen Perez kämpfen. Das komplette Rennen haben wir nur gegen Perez gekämpft. Und ja, da musst du halt ein bisschen Prioritäten setzen. Es geht nach Las Vegas das nächste Mal. Das wird auch ein geiles Event werden. Gerade mitten durch diese Megastadt, da wird es immer wieder interessant. Wir nehmen noch einmal Änderungen vor. Es gibt auch keine Änderungen für die nächste Season. Das finde ich natürlich top, da müssen wir nicht viel investieren. Schaut gerne auf TikTok vorbei, jetzt_tobi und auch gerne auf Instagram, auf IT-Gaming. Vielen Dank fürs Zugucken. Links wie immer alle unten in der Bio. Für heute war es das mal. Und falls euch meine Videos gefallen haben und ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich gerne freuen. Gerne kostenlos abonnieren und auch gerne ein Däumchen rum da lassen für mehr Content. Danke für euren Support und wir sehen uns hoffentlich später auf TikTok oder morgen wieder hier. Das war's und ciao.